Die Linke, sie hat ja bereits einen heißen Herbst und Winter angekündigt. Ausgerechnet mit Montagsdemos in Leipzig soll gegen die Politik der Bundesregierung zu den Folgen des Ukraine-Krieges und den Entlastungspaketen demonstriert werden. Doch der Anfang, der war dann eher ein Flop. Lediglich rund 2000 Menschen kamen. Für die Polizei war das größere Problem, dass zeitgleich die Rechten ebenfalls in Leipzig auf die Straßen gingen. Die Gruppen konnten auseinandergehalten werden. Es wurden 10 Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungen, Diebstahls und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Sandra Saatmann. Die aufgeladene Stimmung mündet am späten Abend in ein Gerangel zwischen Rechten und Linken und der Polizei. Viele suchen bei der ersten Montagsdemo nach langer Zeit die Konfrontation. Die Atmosphäre teilweise aggressiv und feindselig. Versammelt hatten sich am Abend in Leipzig tausende Menschen. Auf der einen Seite die Linke, die zu einem heißen Herbst gegen soziale Kälte aufrief. Auf der anderen Seite viele hundert Sympathisanten rechtsextremer Gruppierungen. Sie alle eint eine große Unzufriedenheit. Linke Forderungen werden von den Rechten übernommen. Das Entlastungspaket halten die meisten hier für unzureichend. Und manchmal verwischen auch die Grenzen. Es gibt eigentlich gar keine falsche Seite. Wenn alle friedlich sind, gibt es keine falsche Seite. Weil Sie stehen bei den Freien Sachsen. Sie stehen, ich höre dazu. Ich muss mir doch überall eine Meinung bilden, oder? Die Wut im Bauch ist da wie dort groß. Gegen alles. Alles, was im Moment total schief läuft. Kann ich Benzin. Mir noch Strom leisten? Benzin, auf den wir angewiesen sind. Mit ihrer Sanktionen den ganzen Krempel erreichen die gar nicht, sondern wir legen drauf. Der kleine Mann. Die Plakate ähneln sich. Gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, gegen NATO und die USA, für soziale Gerechtigkeit. Doch die Linke verteidigt ihren Protest, ausgerechnet bei den von der AfD besetzten Montagsdemos. Auf der einen Seite war es der Tag der Bürgerbewegung. Dann hat die AfD das für sich genutzt. Und jetzt wollen wir das wieder zurückkriegen zur Bürgerbewegung. Die Linke sagt, der Druck von der Straße müsse endlich wieder stark werden. Die SPD verteidigt ihre Politik. Für die, die es organisieren, können sie ein Entlastungspaket machen, das ist 10-mal so groß wie die bisherigen und dann wird es denen immer noch nicht reichen. Davon zu unterscheiden sind Menschen, die jetzt ihren Briefkasten aufmachen und dort drin Dinge vorfinden, die sie überfordern und worauf sie politische Antworten erwarten. Dass die im Moment demonstrieren oder uns auch einfach E-Mails schreiben und noch unzufrieden sind, das ist völlig in Ordnung. Und schon für nächsten Montag sind wieder Demonstrationen in verschiedenen Städten angekündigt.